Willkommen zum erbittertsten Zweikampf der Super League. Invincible United gegen die Super Strikers. Die Männer von Wins haben vielleicht den Ruf als schmutzigstes Team der Liga weg, aber sind die Super Strikers, die in letzter Zeit für Kontroversen gesorgt haben. Was macht der denn hier? Ich weiß, dass ihr etwas im Schilde führt, Scarra. Ha! Warte bis zum Anstoß, Shakes. Dir wird Hören und Sehen vergehen. Das Spiel geht los und die Super Strikers gehen gleich in die Offensive. Die Super Strikers haben nun vielleicht ein Bad Boy-Image, aber sie spielen so gut wie immer. Aber es wird den Ausschuss freuen, dass es bis hier ein blitzsauberes Spiel gewesen ist. Oh, was geht da ab? Wo ist Ihre große Illusion? Ein guter Zaubertrick braucht seine Zeit, Wins. Zuerst muss man dem Publikum zeigen, dass man nichts zu verstecken hat. Oh! Aber man lenkt ihre Aufmerksamkeit von dem ab, hey, was wirklich vor sich geht. Mein Portemonnaie! Schauen Sie. Zu langsam, Muchacho! Was? Oh! El Matador geht wie ein Sack Kartoffeln zu Boden! Aber Dingan hat ihn nicht berührt. Chiri, das war ein Ringergriff! Komm schon, El Matador, er war nicht mal in deiner Nähe, Mann! Ich könnte schwören, dass er mich gefault hat! Wie war der Handschlag nochmal? Warum öffnet es sich nicht? Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Ha, das war's! Zeit herauszufinden, was United vorhat. Ich glaub's nicht. Das ist eine wahre Torschance, Brenda! Elfmeter! Dieses Tackling war schmutziger als mein Schnurrbart am Spaghetti-Abend! Ich weiß nicht, Mann. Sieht aus, als hättest du ihn gefoult. Scarra tritt vor! Verwandelt ihn mit Leichtigkeit! Und es ist genau das, was United verdient. Sie waren heute in allem besser. Bis auf das Faulen und die Schwalben natürlich! Versuch, den aufzuhalten. Wird auch Zeit. Was? Und Shakes kriegt eine gelbe Karte für die Schwalbe. Damit geht die erste Halbzeit zu Ende. Eher die erste Runde, Brenda. Die Super Strikers sollten mal ihre Boxhandschuhe ablegen und ihre Fußballschuhe anziehen. Ich glaube es nicht. Hier ist nichts drin. Warum macht er sich die Mühe, einen leeren Raum zu verstecken? Das wird wahrlich meine größte Illusion. Und unser größter Sieg über die Super Strikers. Illusion? Natürlich! Ein Zauberer! Das muss ich Shake sagen. Was war da draußen los? Foulspiel. Schwalben. So spielen die Super Strikers nicht. Ich weiß nicht, Coach. Da ist böses Choo-Choo im Spiel. Er hat recht. Es ist, als würden sie uns faulen, ohne uns zu faulen. Ist das wirklich alles, was euch einfällt? Ihr kriegt alle einen Platzverweis, hey, wenn ihr so weitermacht. Au! Was? Au! Lassen Sie mich los! Was ist hier los? Ich habe diesen Vandalen geschnappt, als er das Stadion besprühen wollte. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ach ja? Wie nennst du das? Ich nenne es auf frischer Tat ertappt. Eher auf grüner Tat. Ich war nur auf dem Weg, um euch von dem Zauberer zu erzählen, als dieser Typ auf mich draufgesprungen ist. Warte, was für ein Zauberer? Der Kellner! Vince hat ihn angeheuert, um eine große Fußballillusion abzuziehen. Kann jetzt jemand diesen Typen von mir runterholen? Sie haben ihn gehört, Mann. Ein Magier, ja? Kommt schon, Jungs. Wow, wow. Ich glaube, ich weiß, was hier abgeht. Wow, wow. Was ist das, Mann? Irgendein Code. Oder ein Zauberspruch. Nein, Mann, das ist rückwärts. Das sind Anweisungen, wie man mit Illusionen fault und Schwalben vortäuscht.
Als Scara gesagt hat, dass mir Hören und Sehen vergehen wird, meinte er das buchstäblich. Die ganze Sache, das Fairplay-Denkmal, das Filmmaterial, das Spiel, das ist Teil eines großen Tricks. Damit United gut dasteht. Und wir schlecht dastehen. Hört euch das an. Man muss dem Publikum zeigen, was sie sehen wollen, damit sie nicht sehen, was wirklich passiert. Wenn United also tackelt, schaut jeder nur auf ihren vorderen Fuß. Und niemand sieht den fiesen Betrug, wenn sie uns mit ihrem hinteren Fuß zum Säubern bringen. Ich finde, es ist Zeit, United zu zeigen, dass sie nicht die Einzigen sind, die ihre Füße geschickt einsetzen können. Fußball ist voller Illusionen, Mann. Ein Step-Over, ein Hackentrick, das sind alles Wege, um den Gegner in die Irre zu führen. Und nun raus da und zeigt ein bisschen Super Strikers Zauber. 1, 2, 3, Super Strikers! Und wir sind mit der zweiten Hälfte zurück. Hoffen wir mal, dass wir mehr Fußball und weniger Schauspielerei von den Super Strikers sehen. Ich sehe es. Dancing Rasta sucht nach Cool Joe in der Ferne. Haha, du kannst faulen, ohne dass es jemand sieht. Aber ich kann passen, ohne den Ball zu treten. Oh, brillant improvisiert vom Flügelspieler. Was für ein Zug! Olle! Und was für ein Tor! Keine Sorge, auch die besten Darsteller lassen manchmal nach. Das Tor hat den Super Strikers wieder Selbstvertrauen gegeben, um das Spiel zu kontrollieren. Der Coach muss eine Spitzenrede herbeigezaubert haben. Die Männer in Rot spielen wieder blitzsauber. Keine Illusion mehr. Zeit für richtiges Foulspiel. United, nehmt ihn auseinander. Dafür musst du mich erstmal schnappen. Denk an die Herausforderung, Shakes. Hier kommt Scara. Alles, was die Super Strikers machen, macht Invincible United schlimmer. Sieht aus, als hätte United die Zaubertricks aufgegeben und als wären sie wieder bei ihren alten schmutzigen Tricks. Wie wäre es, wenn wir selbst einen Zaubertrick versuchen? Die Strikers bereiten sich auf ihren Freistoß vor. Die Spieler von United trauen ihren Augen nicht. Fast das gesamte Team hat sich aufgestellt. Hey, wo ist der Ball? Abracadabra. Das muss man zweimal sehen, um es zu glauben. Schauen wir uns die Wiederholung an. Brillante Irreführung durch El Toro. Und Shakes vollendet den Zug mit einem Knall.